Ist der Nita jetzt eigentlich so weit safe, dass man reinlatschen kann? Noch nicht ganz, da arbeite ich gerade noch dran. Okay. Oh oh, das ist nicht gut. Hier ist der Baum in die Farm reingewachsen. Durchs Glas durch. Das Okay. Glas hat aber nicht beschädigt. Ausgerechnet da, wo die Enderperlen wachsen. So eine Kacke. Sind sie denn noch da? Ups. Also die sind schon noch da, ja. Da ist nichts kaputt gegangen. Aber ein bisschen Erde ist kaputt gegangen. Freie Erde. Ups. Was ja, denn? Kannst du nichts dafür. Ja, weil ich im Baum warm war. Ich versuche den mal wegzumachen mit einem Lumber Exostream. Könnte gefährlich werden, wenn der Baum mit dem Holz hier reingewachsen ist in die Form. Ich probier mal, ganz langsam. Ja, mach einfach mal. Sag oder Stopp. Gut, also irgendwie ist die Butter weg. Wenn du mit der Exodus Stream nur auf die wenn du auf Baumstämme haust, dann werden dir auch nur Baumstämme angezeigt, also. Okay, das ist gut. Nee, ist auch scheinbar nichts reingewachsen. Vom Holz, ja. Übrigens sind zwei Enderperlen jetzt fertig. Wie haben wir eigentlich Salz bekommen? Einfach Wasser benutzen. Hm. Oder nee, nicht benutzen, sondern mit so einem Steintopf oder so. Irgendein schwarzer Topf war das. Ich glaube, wenn ihr das nicht abgelegt habt, dann ist es noch oben bei diesem kleinen Wasserteich. Die drei Crafting Table. Nee, die habe ich. Das sind vier. Cutting Board, Bake Wire, Mixing Bowl und Skillet. Also Frischwasser hast du noch, im oder? Skillet war es, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Okay, und was Wassereimer? Frischwassereimer vielleicht. Den Wassereimer benutzt, dann kriegst du vier Wasser, Holzwassereimer. Eben. Holzwassereimer. Ja, du nimmst einen Eiseneimer und daraus wird ein Holzeimer. Fünf Stück. Ja, logisch, oder? Ja, du kannst auch einfach ein Waterbucket nehmen, also ein stinknormalen Bucket und einen Pot. Dann wird Salz draus. Okay, also Pot war's. Mhm. Wir wissen Bescheid. Ja. Ist doch klar. Ist doch logisch, oder? Wenn du Wasser auskochst, Salzwasser, hast du Wasser. Ja. Ach, nicht mehr. Komplett logisch. Für jemanden mit Pott vielleicht, ja. Ja, wir wissen Bescheid. Wir wissen alle Bescheid. Außer du. Auch der weiß auch Bescheid und der dreht sich hier doch. Da ist ein Creeper in der Smeltery. In der Smeltery? Dann lass ihn mal da drin. Nein, den töte ich. Wenn du irgendwas verbrennen, dann schmilzt der ein. Ne, das Zeug wird sofort wieder abgesaugt. Wie? Funktioniert der nicht, oder was? Ne, unten in der Smeltery, in der automatischen. Das Zeug wird sofort wieder abgesaugt. Achso, stimmt. Der Kram hier ist so interessant. Einfach so. Ich hab dir angeboten, dass ich's auch machen kann. Du hast nicht geantwortet. Ja, dann nehme ich das Angebot jetzt an. Immer her damit. Jetzt ist es zu spät. Bist du da, bist du. Da und hier und der Kram brauchst du, glaube ich. Auch. Tausch mal den Elbus. Bitte? Tausch mal ein bisschen was da, das brauche ich auch nicht. Warum machst du da Schilder? Weil ich Witchwater aufrecht halten wollte, ohne Collision. Okay, und warum drei? Weil ich zu viel gemacht habe. Ich brauchte neun. Ja, da bräuchtest du doch eigentlich ja, vier, dementsprechend müssen auch zwei übrig sein. Warum hast du jetzt drei dazu? Du kriegst immer drei Schilder raus. Ja, ich weiß. Du brauchst vier, oder nicht? Nee, doch. Nee, ich hab 9 benutzt. Ah, so. Keine Ahnung warum. Frage nicht. Also. Warum steht hier ein Angel Block rum? Es geht nicht. Den hab ich ja von der Ewigkeit mal hingesetzt. Wo ist mein Questbuch hin? Also ich hab ein Questbuch, aber das hab ich mir aus dem Regal genommen hier. Na, vielleicht hab ich's da rein. Ich mach mir ein neues. Hier ist ja noch eins drin. Nein, ich mach mir ein neues. Jetzt habe ich zwei, scheiße. Die sind ja so billig. Gut, ich habe mir mal kurz die ganze Rüstung genommen, die wir noch in den Kisten rumliegen hatten. Okay. Na klar.
Und hab mich eigentlich auch, hab jetzt auch ein paar von den Äxten und so jetzt mal mitgenommen, die wir rumliegen hatten. So, dann brauche ich noch, was brauche ich noch? Nehmen wir die Cobblestone Slabs mit, die wir noch haben. So, zurück zum Thema. Ich wollte einen Grinder machen, Grinder. Genau. Genau. Die Babykuh ist weg. Plastikkram. Übrigens, ich habe jetzt wieder ein paar Stacks Netherrack, ne? Geil. Meine ich nur, falls sie jemand brauchen sollte. Und die Kühe hier machen gerade Inzest. Ach, wo wir gerade dabei sind, genau. Da kann irgendjemand nochmal einen neuen Igneous Extruder machen, weil wir Cobblestone-Mangel haben. Die Kühe den machen gerade Inzest. Machen. Ach, wo wir gerade dabei sind. Ich war noch beim letzten... Was wolltest du uns sagen, Simon? Ich war noch beim letzten Thema, nämlich bei dem hier beim Netherrack. Den wollte ich machen, aber dann hast du mir dieses Quest sehr netterweise übergeben. Dann ist gut, dann mach die Quest zu Ende, das heißt noch Zeit. Wir haben ja noch mehr als genug Material. So, Ingwer-Schwert und Redstone Reception Coil. Was, ein Schwert? Ein Ingwer-Schwert, ja. Achso, ja, Ingwer haben wir ja noch da. Mhm. In der Kiste irgendwo. Wo ist Q? Auf der Tastatur neben W. Okay, danke. Oh. Wer hat die schon gemolken? Die kann man, das kannst du ewig melken. Nein, die kannst du nur einmal melken. Ist eine Änderung von Harvestcraft. Aber nein. Ich habe die andere schon gefunden. Ja. Ja, einmal am Tag, glaube ich, geht's. Okay. Nur einmal im ganzen Leben. Naja. Hatten wir nicht Inverchen in Barrels drin? Es sind drei Inver in der Kiste am Liegen immer noch. Welcher? Wo? In keiner von denen hier hinten im Haus. Da, wo auch das Amaranth, nee, da wo das pinke Zeug drin liegt halt. War das Amaranth? Keine Ahnung. Nee. Also vergesst, wie es hieß. Amaranth, genau. Ja, Amaranth waren die Setzlinge. Echt? Oh, ja. ich hatte nur so ein Wort im Kopf noch. Ein Inverschwert. Weiterhin zwei Bücher. Und den Gears. Haben wir eigentlich da hinten eine Workbench? Hier hinten, wo ich stehe? Nö. Wir brauchen eine Workbench. Oder besser gleich eine Crafting Station. Da ist voll der tolle Zombie mit einer Kettenrüstung. Vielleicht droppt der die, wenn ich den umbringe. Wir haben doch keine Workbench. Die da. Ach da, die habe ich nicht gesehen. Ich bin genau bis hierhin gelaufen in der Maschine. Wir haben eigentlich alle 5 Meter eine Workbench. Aber hier noch mehr. Dann nimm die eine mit und stell die hier in die Ecke. Ich sehe aus wie Batman mit dem Enderman im Kopf. Denselben Witz hat mir in der letzten Aufnahme gebracht. Ja. Ich weiß auch, jetzt sehe ich so aus. Da brauchte ich eine Spule für. Überleg grad, werden. Also Essen ist fertig. Sind Holztüren mit Mob Reaping aus? Ist im Nether eigentlich in Ordnung? Wenn die nicht direkt neben Lava stehen? Weiß ich Essen gar nicht. Ist fertig. Quest ist fertig. Ja, willst du nochmal sagen? Wundervoll. Essen fertig. Strongbox, nice. Und ein volles Herz. Jeder kriegt jetzt eine Strongbox. Ja. Cool. Die platzieren wir im Haus. Also in dem hier? Ne, im anderen. Achso, ich wollte das eigentlich hier stapeln. Können wir auch. Ja, stapeln hört sich gut an, weil in das hässliche Haus würde ich niemals reingehen müssen. Ja, das... Wir stapeln die. Jetzt geht nicht mehr. Jetzt. Ja, doch. Das geht schon, was? Da ist sogar noch was drin, cool. Wir nehmen da oben jetzt einfach, genau, die Lampe weg, dann passt das. Und dann kommt. Toll, jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Platzier doch einfach gegen den Pfosten. Eben. Du Pfosten. Ist der Pfosten nicht schon eins weiter... Ja, wollte ich gerade sagen. Der ist noch eins weiter oben. Ne, gut, Rewind. Ja, jetzt platzierst du und da... Genau, perfekt. Setzling. Boah, da ist ja überall schon was drin. Ist, glaube ich, immer dasselbe sogar, ne? Ja. Okay. Ja. Mhm. Ach, ich wusste gar nicht, dass da was... Ah, okay. Die behalten also ihr Inventar, das ist gut zu wissen. Yay, ich habe einen Imp-Skin-Armor gekriegt.
Okay, Armor will ich haben. Reward. Fire Protection 1, überall drauf. Das brauche ich ganz dringend jetzt gerade. Ja, warte, komm raus und dann kriegst du es. Ich stehe hier hinten. Ach, dann gehe ich hier. Ich möchte aber auch mal Knallangeln. Hey. Ey. Klappt mir leider nicht so ganz. Ich weiß. Das Ding ist sinnlos. Enderman? Ach komm. Du wirst, glaube ich, als Projektil gezählt, wenn du sowas machst. Echt? Ja, vor Projektilen fliehen die. Das habe ich gemerkt, als ich mit dem Bogen gearbeitet habe. Das ist immer so, ja. Tut das weh? Au! Nein. Dann eine halbe Herzen. Du hast den Bogen raus. Warte. Ich habe im Gegensatz zu dir auch keine Rüstung angehabt. Wusstest du eigentlich, dass er keine Rüstung anhatte? Alter, ich wusste nicht, dass das Ding 10 Herzen macht. Nur kurz, wie viel Schaden mache ich mit dem? Einen Moment. Du hast ja eine Rüstung an. Hm? Okay, 2,5 mit Rüstung. Hm. Und ohne? Du hast mein Schwert, Markus, glaube ich zumindest. Echt? Oder? Ja. Also irgendwie hat mein Schwert. Warte mal, das lag doch hier irgendwo. Ach, da hinten geht's noch weiter. Nee, das sind nur die Pfeile. Dann ist vielleicht eins runtergefallen. Hier, da durch. Weil hier können Sachen Items durchfallen durch die Ecke hier. Und hier am ganzen Rand auch. Oder hat das schon wieder jetzt nicht? Weil ich habe jetzt nur das Schwert, was du mir gegeben hast. Ah, jetzt habe ich es ja. Jetzt. Wo auch mal das war. Okay. Huh. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Schaden macht. Das war jetzt wie viel bei mir? Zieh mal deine Rüstung aus jetzt. Warte, lass. Ich hab hier noch ein Herz. Ich. Anderthalb, ich sehe es ja. Es wird mir angezeigt, also. Ach so, stimmt. So, jetzt warten wir mal. Nee, erstmal die Rüstung aus. Nee, ich zieh einen Helm aus. Schau mal, mit Rüstung mache ich nur 2,5 Schaden. Und ohne. Ha. Das waren jetzt. Das waren 4? Jetzt. Das waren 4 mit seinem Schwert. Ja, 8. Dein Schwert ist das Bessere nebenbei. Also. Ist es? Was ist? Ist es besser, wirklich? Deins, ja. Haben wir doch geklärt, dass du mir das Schlechtere gegeben hast. Schon vergessen? Ich hab dir das gegeben, was ich erst gemacht habe. Bei mir steht aber auch drum, mein Attackschaden ist 4,5 Herzen. Attack Damage habe ich hier 8. Ja, also. Attack Damage habe ich auch 8, aber wenn du dann Shift gedrückt hältst... 4,5 habe ich auch, ja. Hä? Warum also, mache ich dann 11 Herzen Schaden? Weiß ich nicht. Strange. Wahrscheinlich, weil du eine Stabeste oder so damit drauf hast, hä? Nee, eigentlich gar nichts. Okay. Ich habe Haste und Auto Repair drum. Seltsam. Na gut. Zurück zum Thema. Das Inverschwert ist auch weg. Glaube ich. Hab ich nicht. Hier ist ein Inverschwert. Da ist ein Inverschwert, okay. Und hier ist eine Latüchte. Es ist da die Latüchte. Nebenbei, wir haben viel zu wenig. Eine Latüchte. Viel zu wenig Kram. Was? Wie heißt es? Und hier drin kommen Mobs? Kisten sparen. Im Haupthaus. Dann leuchte aus da drin. Mach ich gerade. Achso, ich nehme meine Magnum-Torch mit von. Oh. Habe ich mich gerade entschieden? Ist vielleicht eine gute Idee. Magnum-Torch, wo sind die denn hier? Da ist eine, passt. Machine Frame, Eisenglas und Gold. Da mir keiner geantwortet hat, baue ich jetzt einfach Holztüren. Okay. Es wusste keiner. Und du sagtest ja, wenn man es nicht weiß, dann soll man dir nicht antworten. Das sage ich je nach Thema. Je nach Lust und Laune. Ja, wenn Vermutungen anstellen, bringt dir aber sowas auch nicht. Mach die hübschen Türen, ne? Okay. Ich wollte... Genau, Glas. Frank, hast du noch Glasblöcke? Normales Glas? Auch. Nö. Oder Clear Glass Blöcke, geht auch, glaube ich.
Wobei, warte mal. Ja doch, ich glaube, ich habe noch welche, ja. Hier in, oben in ist Sand. Ne, da in der Workbench, ja, warte. Ja, ich ja. Ich hab's schon, ja. Okay. Im Nähtest aber Cobblestone ist erstmal kein Problem, ja. Ne? Ne. Ich habe übrigens auch mal das Portal gesichert, dass man hier beim Reinlaufen nicht auf die andere Seite rausläuft, ne? Wie viel Glas hast du? 64 habe ich ihm gegeben. Jo. Und wie viel brauchst du? 4. Krieg ich den Rest? Danke. Gib mir den Rest los. Gesundheit. Das war kein Niesen, aber danke. Ich weiß. Ach, machst du wohl auch gerade einen Igneous Extruder, oder wie? Nein, ich mache gerade einen Grinder, immer noch. Okay, dann mache ich den Igneous. Jetzt sind da schon 2. Ui. Vermehren sich ja. Mistviecher. Was fehlt noch? Bücher fehlen noch. Schön, wie leise der Regen doch ist. Oh ja. Boah, langsam nerven sie. Langsam. Die Enderman. Die Enderman. Mhm. Warum weiß ich, sich die ganze Zeit rumteleportieren. Mhm. Haben wir da hinten noch irgendeine Axt drin? Also eine Spitzhacke drin, die vielleicht schon was Stärkeres abbaut. Pick it off the core, die schmilzt das aber gleich. Kein Problem, nehme ich trotzdem. Ich habe eine Diamantspitzhacke ansonsten. Nein, das will ich aber nicht. Ich will die Sachen verwenden, die hier drin sind. Ist jetzt im Mainstream, oder wie? Meine Level 10 kann ich auch mitnehmen, so. Passt. Ne, 10 ist aber das zweitniedrigste nach Stein. Ich weiß, aber das kann mir eventuell trotzdem helfen. Weil ich habe sonst nur die Papierspitzhacke dabei. Okay. LOL? Ach ne, ich dachte schon. Ha? Schon wieder? In einer Millisekunde dachte ich gerade, dieser eine Zombie hat einen Stack Zombie Brains gedroppt. ich meinte dieser Enderman, meine ich. Hat mich gerade ein Enderman erschlagen. Hab dafür auch gleich eine Enderperle bekommen, die schmeiße ich jetzt Simon zu, als Zeichen meines Hasses. Seit wann kann man Milch platzieren? Ist gerade, das fließt schon. Schon. Storm Expansion. Okay. Sieht witzig aus. Ich glaube, du kannst ziemlich jede Flüssigkeit momentan platzieren. Ja, hast auch flüssige Lava und alles. Boah, ja. Ich hab Lava gesagt, ne? Flüssige Lava, ich weiß. Es gibt auch feste Lava, wisst ihr? Mhm, Stein. Ich wollte flüssigen Glowstone zu sagen eigentlich, aber... Nennt sich dann Stein. Ja. Sachen gibt's, ne? Die gibt es nicht. Der gibt nicht. Sachen gibt's, die gibt nicht, ja? Ja. Ja, ja. Denkst du? Achso. Wo soll ich jetzt die scheiß Milch hin? Ich lass die jetzt einfach mal in den Abgrund fließen. Ja, oder so. Bau doch einen Block einfach drauf, dann auf die Source. Nein, ich will die Milch behalten. Nicht so. Wertvolle Milch. Wertvoll? Wie gesagt, wenn man etwas unendlich oft bekommt, dann ist es nicht mehr wertvoll. Doch, für mich schon. Ich hab doch jetzt eigentlich alles. So muss ich das von Hand machen. Bäh. Dann mach ich's halt von Hand. Und wir haben 2 neue Igneous Extruders. Nebenbei, ich hatte gerade Netherquarz gefunden. Mhm. Aber hab den ersten Block abgebaut und da ist jetzt alles explodiert. Ich weiß. Ja, das ist doof. Und da sind jetzt übrigens auch Nether-Viecher rausgespawnt, ne? Ja. Ich hoffe gerade, die sterben langsam hier alle an dem... Oh.
Und platziere Feuer da den unten. Grinder am sinnvollsten hin. Übrigens, können diese Netherviecher eigentlich sterben? Ja. Nach einer Zeit. Irgendwer einen Vorschlag, wo man den Grinder platziert. Wie wär's mit hier? Hier, ich hatte gerade so einen Namen. Rare Denry. Undying Fish of Being in Your Face. Ja. Wenn du die Leitung verlegst, von mir aus gerne. Der braucht nämlich Energie. Okay, dann. Wie Schaden macht er denn eigentlich? Vielleicht hier. Ja, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur noch ein Gehege drumherum konstruieren. Ein Gehege? Warum ein Gehege? Weil so ein Grinder dazu da ist, Tiere zu zermalmen. Um dann Flüssigkeit herzustellen. Zermalme! Ja, okay, dann vielleicht dann im Untergrund. Da haben wir ja noch genügend Platz. Und eine Stromleitung. Okay.